Das iPhone gehen können mit der Stoppuhr, damit er nachher zählen kann. Ja, aber will. Hallo? Sekunden vor der Pause erzielte Dietz nach einer seliger Ecke die verdiente Duisburger Führung. Nicht nur bei diesem Tor offenbarte die Wuppertaler Abwehr eklatante Schwächen. Und für uns dabei in seinem 1000. Bundesligaspiel unser Reporter Rolf Döpperwien. 34 Meter, Schuss und Tor. Basler, Packhult, Basler, Linienrichter, Lorand, Cordes, Hoeneß, Kufur. Lieber Rolf, ja, du weißt, dass ich das sehr bedauere, dass du jetzt so zeitig schon deinen Abschied nimmst. Mach doch mal Platz hier, Mensch, Leute, wir wollen ein Interview machen mit Olaf. Junge. Das ist doch kein Glück, hören Sie doch mal auf mit Glück. Das ist doch ein schönes Tor gewesen und 90 Minuten gehören zum Spiel. Völlig richtig, aber ich meine das gar nicht so negativ. Ich finde, das ist doch toll, wenn einer eingewechselt wird und in der letzten Minute Tor macht. Aber wo ist jetzt da das Glück? Ich finde das schön irgendwie. Schön. Ja, das waren viele schöne Zeiten. Wir haben uns schön gekappelt, aber auch immer prima verstanden. Sie hatten ja vor 2 Jahren schon mal den Antrag gestellt, die Punkte freiwillig per Post hierher zu schicken. Ist aber nicht durchgekommen beim Präsidium. Also ich werde hier nie mehr spielen. Erklären Sie doch mal, warum Sie Hand heißen und nicht Hund. Andreasen, der nicht Andreasen heißt, nicht Andreasen heißt und auch nicht Andresen, er heißt Andreasen. In Deutsch oder kann ich machen einen Satz? Ja, ne? Englisch, ja. So war sie. The main important question, was it the fifth, was it an Elfmeter, was it a penalty or no? It was a penalty. Werden Sie Ihr gesamtes Geld, alle 15 Millionen, in die Borussia investieren? Ja, das werde ich machen für neue Spieler. Das war's, ein ereignisreicher Tag in Mönchengladbach. Zurück ins aktuelle Sportstudio zu Günter Jauch. Vielen Dank. Ja, Rolf Döpperwien. Jetzt überlege ich, als was können wir ihn für die Milovic des ZDF? Nein, es wird es nicht richtig treffen. Er war ein echter, ich würde sagen Pionier, aber er war von der ersten Stunde mit dabei, hat das alles verfolgt. Und ich gebe jetzt das Zeichen, Otto Rehhagel betritt deutschen Boden. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlichen Glückwunsch, Otto, Ottmar Hitzfeld. Wir fangen nochmal an.